Schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr seht. Mein heutiges Thema sind Kracksteine. Und zwar hatte ich die schon mal erwähnt. Kracksteine haben die Muslimen genommen. Das sind diese Winkelstücke. Und es sind also jetzt Wissenschaftler und Professoren dabei, diese Kracksteine zu entziffern. Und zwar geht das zurück auf das Jahr 1100, 1200 nach Christi. Und zwar haben die Muslimen diese Kracksteine genommen und haben meistens Kräuter, Heilkräuter und sowas abgebildet als Kracksteine. Die Kirche selber hatte dann Figuren in eindeutiger sexueller Hinsicht oder eben als Teufel oder sowas gemacht und drauf gemacht. Das könnte man als Mind Control des 11. oder 12. Jahrhunderts bezeichnen. Ja, ich habe hier was gefunden, das ist zwar nicht direkt an der Kirche, aber sind hier also die normalen Logenzeichen drauf und ihr werdet da auch die Kracksteine finden mit eindeutiger Symbolik. Ich werde nochmal in der Kirche gucken und ob ich da auch irgendwas finde oder am Dom. So, hier haben wir die Kracksteine, wie ihr seht, ist hier die Symbolik eines Teufels abgebildet, da oben eben eine nackte Frau, die dahinter steht, sozusagen, oder eben hier drüben habt ihr es auch nochmal, Bärtige, oben mit Sonnensymbol und unten eben eine Figur, ein Löwe, ja, Mensch, wo die Genitalien als Löwenkopf sind und eben bei der Frau, wie gesagt, als Teufelsgesicht sozusagen. Das sind Kracksteine, die Symbolik seht ihr ja hier. Das ist also dieser Tempel, dieser Freimaurertempel. Ja, das ist zum Beispiel ein Krackstein. Ne? Wir haben da vorne also auch nochmal Kracksteine, wie ihr seht. Und wie gesagt, das geht, da sind Forscher seit 15 Jahren dabei und versuchen diese Kracksteine zu deuten. Wir haben hier vorne nochmal Kracksteine, da sind einfach Sonnensymbole drauf. Ja, Freimaurersalten. Und hier sind eben Teufelsfiguren abgebildet. Man will damit den muslimischen oder arabischen Glauben verunglimpfen. Soweit zumindest ist man schon rausgekommen, was diese Kracksteine mit dieser Symbolik. Kracksteine, die auch gleich als Abwasserrohr dienen. Und zwar hier auch nochmal, wie ihr seht, das sind meistens Drachen oder mystische Wesen abgebildet. Wie gesagt, weil die Leute damals ja noch nicht des Schreibens und des Lesens so mächtig waren, wurden eben diese Figuren als irgendwelche Fabelwesen, böse Wesen abgezeichnet und das von der Kirche. Das ist zu entnehmen aus dem Film Kunst für den Krieg, ja, wo es sich um diese Kracksteine handelte. Wie gesagt, hier findet er sie wieder. Erbauung ist hier 1869 des Doms anscheinend. Oder Restaurierung, vielleicht ist er auch älter, das weiß ich ja nicht. Und wie gesagt, hier findet er einen Originalkrackstein, der ist also mit einer Pflanze abgebildet. Es muss also eine Heilpflanze sein. Das Ganze geht von dem arabischen Glauben oder muslimischen Glauben ab, wo eben diese Kracksteine mit eben Pflanzen versehen wurden. Wir haben es hier bei den Freimaurersymbolen auch. Es sind also Pflanzen abgebildet, Heilpflanzen meistens abgebildet bei den Kracksteinen. Es sei denn, man hat eben diese Teufelsgesichter oder eben rein sexueller Natur, die dann als Mind Control des 11. Jahrhunderts zu bezeichnen. Wir finden hier auf der Makrini-Kirche eindeutige Symbolik, die wieder auf den Obelisken hinweisen. Ja, wie ihr hier oben seht. Ja, aber auch auf das, ja, auf die Pyramide, ja, die also eigentlich überall verwendet wird. Interessant ist jetzt nochmal hierbei, wir haben hier also auch wieder die Symbolik der des Obelisken abgebildet, oben mit dem Kranz, mit Engelchen, und wir haben hier wieder den Totenkopf, ne, Skull and Bones. Das gleiche haben wir dann also hier auch wieder in der gleichen Version. Hier ist er auch nochmal abgebildet, also ähnlich wie das eben auch die Waffen-SS auf ihren Gürteln hatte. Finde ich eigentlich sehr interessant. Ne? Auch Geschichts, wir haben also hier unten nochmal, jetzt habe ich hier noch was gesehen. Das ist interessant, also hier ein Tribal sozusagen, wie ihr das seht, ne? Der hier drauf ist, also Trommeln. Ne? Und dann eben ein Tribal, wie es eindeutig zu sehen ist, und dann ja eben Waffen,
etc. Wie man es eben kennt, ne? Gotteskrieger sozusagen. Hier haben wir also auch nochmal Tribal senkrecht runtergehend. Ne? Ist also schon ganz interessant, was man so findet an alten Kirchen. Ne? So, wir haben ja hier zwar keine Kracksteine an der Kirche, ja, aber wir haben eine eindeutige Symbolik und die wurde ja beschrieben bei diesem Film und durch diesen Professor. Das heißt, die Abbildung der Leute mit einem Vollbart oder mit einem Rauschebart, das heißt, dass die Einflussnahme des arabischen oder eben muslimischen auch Glaubens, der ja im Prinzip Einfluss auch auf die Kirche hatte zur damaligen Zeit. Und das ist hier also auch ganz schön beschrieben. Das war in diesem Beitrag also auch beschrieben. Ist wie gesagt, das ist hier kein Krackstein in dem Sinne, aber eine leichte Symbolik hier an den Fensterflügeln, ne? Die eine einbautige Symbolik haben. Das heißt also wirklich eine Einflussnahme aus des arabischen oder eben des Morgenlandes auf die kirchliche Geschichte, auch hier in Braunschweig. Ne? An dieser Kirche hier, hier haben wir jede Menge Kracksteine, das heißt Teufel, Dämonen, ja? Das, wie das also auch beschrieben ist, die hier als Ausläufe gemacht wurden. Ich habe hier schon mal gezeigt, das Ganze. Das heißt hier, und hier oben geht es also weiter am Turm. Wir haben da die Ausläufe, das sind also alles Figuren, entweder in ja, nackter Position oder eben als Drachen. Das heißt, hier ist das also auch gegeben, was an der Martini-Kirche jetzt komischerweise nicht ist und an den anderen Kirchen. Aber hier ist es, genau wie am Altstadtrathaus, dass hier also, wie gesagt, bestimmte Symboliken als Kracksteine da sind.